Als das beginnt, was die AfD den Krieg nennt, war der Bundestag gerade bei Tagesordnungspunkt 9. Zwischen Spitzenforschung und Buchpreisbindung aber, das Thema muss warten. Die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit der Sitzung gemäß § 45 der Geschäftsordnung. Nach § 45 der Geschäftsordnung muss stets die Hälfte aller Abgeordneten anwesend sein. 10 Minuten nach dem Antrag der AfD ist der Bundestag leer. Es muss durchgezählt werden per Hammelsprung. Alle raus und einzeln rein. Es dauert, es bremst, es ist Absicht. Seit gestern Mariana Harder-Kühnel, die Kandidatin der AfD, erneut nicht zur Vizepräsidentin gewählt wird, schwört die Partei Rache. Wenn die anderen nicht zu einer Einsicht kommen, wie sagt man bei Kindern, wer nicht hören will, muss fühlen. Und wir werden sie fühlen lassen. Der Trick, mit dem die AfD das Parlament lahmlegen will, sie erzwingt die Zählung und verschwindet. Keiner ihrer 92 Abgeordneten kann mitgezählt werden. Es ist so absichtlich unfair, wie es nur geht. Das gröbstmögliche Foul. Es ist der angekündigte Krieg. Aber dann? Abgegebene Stimmen 414. Verzockt, verrechnet. Die Sitzung kann weitergehen. Einen derart heftigen Ausbruch aus Wut, Spott und Erleichterung erlebt der Bundestag nicht häufig. Falls ab heute wirklich Krieg herrscht, haben die erste Schlacht die anderen gewonnen.